Hallo und damit herzlich willkommen. Ich bin der PG 2000 und ich stelle euch heute die seit der 1.8 in Minecraft neu hinzugefügten Banner hin, vor. Entschuldigung. Und ja, die werden wir jetzt einzeln durchgehen und werden uns jetzt damit beschäftigen. Als erstes müsste man wissen, es gibt zwei verschiedene Arten von Bannern, so zumindest sehe ich das. Einmal hier diese Motivbanner und einmal diese Standardbanner hier. Motivbanner, quasi Banner mit Motiv, so wie der hier. Ne? Und ja, und ansonsten gibt es dann auch diese Standardbanner, so wie das hier oder die hier, ne? Mit verschiedenen Formen. Da guck mal so, ganz kurz eben versteckt. So. Nun, ich habe jetzt schon mal hier so ein paar Sachen rausgeholt und in der Kiste sind ansonsten. Ach du Scheiße. Okay, komm. Das ist jetzt eigentlich gar nicht so schlecht. Und zwar, Grundprinzip, wie crafte ich denn eigentlich einen Banner? Das ist quasi das Prinzip eines Schildes. Das wäre dann so. Also ihr braucht auf jeden Fall einen Stock und da unbedingt nur darüber, nicht daneben, sondern nur darüber setzt ihr dann halt eure Wolle. Ihr könnt natürlich auch andersfarbige Wolle verwenden. Ich benutze jetzt weiß, um das halt ein bisschen klarer darzustellen. Ansonsten könnt ihr, wie gesagt, auch andersfarbige Wolle verwenden. Was natürlich gerade nicht geht hier. So. Ne? Gut, ich hau mir jetzt ein paar raus, so 5 Stück oder so, und dann zack, das reicht eigentlich auch. Nun, mit diesem weißen Banner, das wir jetzt haben, können wir jetzt unser Farbstoff unserer Wahl nehmen. Und als erstes müssen wir wissen, was gibt es denn alles so für Formen. Also das sind hier die Formen, die ihr gerade im Hintergrund seht. Also nicht das hier, sondern das hier eher. Und was kann man denn eigentlich alles so für Grundformen machen? Und zwar gibt es einmal hellgrün schräg rechts geteilt, genauso wie es logischerweise auch hellgrün schräg links geteilt wird, geteilt gibt. Dann gibt es auch nochmal, Moment, das ist dann so, das ist dann hellgrünes Bannerhaupt und jetzt gibt es noch das umgekehrte hellgrünes Bannerfuß. Dann gibt es noch an der Seite, das ist natürlich auch ganz logisch, hellgrüne linke Flanke, genauso wie es die rechte Flanke auch gibt. Eigentlich haben wir ansonsten nichts mehr. Doch, da haben wir noch was. Und zwar gibt es da noch natürlich logischerweise auch nochmal den hellgrünen Bord. Natürlich könnt ihr natürlich andere, ihr könnt natürlich andere Farben verwenden. Ich habe es jetzt erstmal so angedeutet. Das Einzige, was uns übrigens noch fehlt, ist hellgrüne linkes Obereck und rechtes Obereck und natürlich noch hier Untereck und natürlich hier nochmal unser anderes Untereck. Ne, ihr könnt natürlich sehen, was ihr gerade für ein Banner craftet. So, als erstes, um mal so eine anschauliche Form zu erstellen, erstelle ich mal ganz kurz ein hellgrün schräg rechts geteiltes weiß-hellgrünes Banner. Das sieht dann im Prinzip nur so aus. Hallo? Das sieht dann im Prinzip nur so aus. Es gibt einmal den Banner übrigens, den man auf den Boden setzen kann. Das tut man einfach, indem man auf den Boden klickt. Und einmal den man an die Wand setzt. Und ganz wichtig übrigens, um den Banner ab, also wieder wegzunehmen, oben. Wenn der Banner an der Wand ist, dann um ihn zu entfernen, einfach nur oben drücken. Wenn er auf dem Boden ist, um ihn zu entfernen, drückt ihr unten. Wenn ihr mehrere Banner aufeinander gestapelt habt, was ihr gerade gesehen habt, fallen der Rest, der oben ist, einfach runter. So, natürlich gibt es dann noch, das stört mich gerade so ein bisschen hier, natürlich gibt es noch ein paar andere Motive, wie zum Beispiel das hier. Ich habe gerade mal eben so ein bisschen experimentiert, was so alles geht. Diese vier, die ihr hier seht, also, nee, das, also Eichenlaub, Rosenstrauch und Kopf, mit denen kann man keine Formen machen. Jetzt habe ich auch schon so ein bisschen verraten. Und zwar, man kann anhand verschiedener Sachen Formen erstellen. Dazu hole ich mir mal ganz kurz eben folgende Sachen raus. Und zwar einmal, übrigens kann man Banner nur bis zu 16 stapeln, also 16 mal stacken, ansonsten geht es nicht mehr. Ein Diamantbrustpanzer, verzaubertes Buch, Verbrennung 2 spielt eigentlich keine Rolle, Creeperkopf und ein Wither-Skelett-Schädel. Ihr werdet jetzt sehen, wie man solche Formen erstellt, also wie zum Beispiel das hier. Nur einem eben so einen Blick. Also den Totenkopf kann man auf jeden Fall erstellen, indem man seinen Banner nimmt und da einfach mal so ein ach, Totenkopf, Wither-Skelett-Schädel hinsetzt, wie ihr das Ganze hier so macht, ob ihr das jetzt unten oder oben setzt, das spielt gar keine Rolle, Hauptsache es ist da. Und dann habt ihr halt euer Wither-Skelett-Schädel,
dass ihr den Totenkopf, den halt überall freihändig setzen könnt, genauso wie ihr den Creeper-Kopf mit dem weißen Banner kombinieren könnt und dann halt einen weißen Banner mit schwarzem Creeper-Kopf. Das sieht dann so aus. Nochmal ganz, ganz kurz, einen angebissenen Apfel gibt es nicht, also die Apple-Freunde, die... Ach du Scheiße, die haben dann eher Pech gehabt. Ja, also wie gesagt, also einen angebissenen Apfel gibt es leider nicht, weil die Apple-Freunde haben dann leider Pech gehabt. Wir probieren das Ganze mal mit dem Brustpanzer, da wird auch nichts raus. Also ihr seht, das geht nicht mit allem und jedem. Also es geht auf jeden Fall nicht mit allem und jedem, es geht aber mit ganz, ganz vielem, aber nicht mit allem und jedem. Was ich noch ganz kurz eben kombinieren wollte, ist auf jeden Fall, genau, ihr könnt die Banner auch kombinieren, das geht mal ganz kurz eben, da gucken wir uns mal ganz kurz eben den hier raus. Schwarzes Banner. Das sieht aber, schreit aber ganz klar nach Fail, ne? Das ist ein weißes Banner. Wenn ich mir den jetzt kopiere, dann kommt ein schwarzer Banner raus. Wie sieht es hier aus? Hier ist richtig, aber da kommt ein schwarzer Banner raus. Warum auch immer. Keine Ahnung. Nee, nee, komm. Ist ja auch egal. Wir kombinieren mal diesen schwarzen Banner mit, mit dem Creeper-Kopf. Ihr seht, das kann man nicht immer alles kombinieren. Genauso wie man das hier nicht kombinieren kann. Ich guck mal ganz kurz mit dem hier. Nein, ihr seht, ne, das geht nicht immer alles. Das Einzige, was natürlich geht, ist die gleichfarbige Variante. Die wäre dann so. Aber ihr seht, ne, man kann nicht wirklich immer alles kombinieren. Aber die meisten Sachen gehen schon. Nun, bei leeren Bannern sieht das Ganze so aus. Jetzt craften wir uns nochmal eben ganz kurz unsere Länderflagge. Dazu brauchen wir aber noch was anderes. Und zwar ist es einmal einen Tint. Ne, nicht nur ein, sondern glatte. Ach, drei reichen eigentlich auch. Wobei, wir können auch nicht. Also, natürlich geht das jetzt auch so. Wir können einfach einen weißen Banner nehmen und diese drei Tintenbeutel an die Seite setzen. Den nehmen wir uns wieder raus. Dann nehmen wir den, setzen. Nee, Quatsch. Dann nehmen wir den, setzen roten Farbstoff direkt daneben, damit er in der Mitte ist. Nehmen wir den nochmal raus. Farbstoff wieder weg. Gelben Farbstoff direkt an die Seite und den links daneben haben wir eine Deutschlandfahne. Die sieht dann genauso aus wie die. Diese Deutschlandfahne können wir dann wiederum nochmal verwenden. Natürlicherweise und setzen die dann einfach hier so hin. So, jetzt gibt es natürlich noch ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel kann ich auch direkt einen schwarzen Banner nehmen. Dann vielleicht fällt es dann ein bisschen einfacher. Setze einfach rot dahin. Also ihr seht, es gibt wirklich verschiedene Sachen, die man machen kann. Wirklich ganz verschiedene. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel so ein. Ihr könnt euch das mal angucken, was es da so alles gibt an Sachen. Ne? Guck mal, wir machen das mal ganz gut so. So mal eben als Beispiel. Ne, dann habe ich jetzt zum Beispiel hier so eine ganz, ganz krumme, verwischte Deutschlandflagge. Also nur mal eben so als Beispiel, was es denn so alles gibt an Bannern. Also ihr seht, man kann mit dem Update ganz, 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 ganz viel machen. Es wurde auch wirklich mit den Bannern sich eine große Mühe gegeben, abgesehen von dem hier. Wenn ich das also nehme. Ach so, schwarz, dann kriege ich ein schwarzes Banner. Warum auch immer das so ist. Jedenfalls, ich hoffe, ihr konntet damit wirklich viel anfangen. Also ich bin jetzt ja nicht so ganz. Ne? Das Einzige, was ich aber noch gucken wollte, ist auf jeden Fall mit dem Creeper-Kopf mal ganz kurz eben. Magma Creme, die will ich auch mal ganz. Die probiere ich jetzt nochmal ganz kurz eben aus. Moment. Die probiere ich nochmal eben ganz kurz aus, ob da irgendwas kommt. Nee. Wäre aber interessant gewesen. Nee. Was mache ich denn hier? Genau. Ihr seht, ne? Also man kann da wirklich kombinieren. Ich kann jetzt auch hier diesen schwarzer Creeper also auf die Deutschlandflagge setzen. Das geht auch. Da sieht das Ganze nämlich nicht mehr so aus, sondern damit, um mal einen Vergleich zu schaffen, sieht das Ganze dann so aus. Logischer wäre es gewesen, wie so einen grünen Creeper zu nehmen, aber komm. Nun, das ist an sich eigentlich das Banner-Video gewesen.
Und ansonsten freue ich mich, dass ihr zugeschaut habt. Und ja, ich sage dann auch mal Tschüss, bis zum nächsten Video.